Ja, was tut man nicht alles für eine geile Story? Ich bin nämlich jetzt hier auf dem Weg auf den Aussichtspunkt zur, jetzt kommt's, Schwarzwaldklinik, ne? Ich war nämlich heute als Techniker hier bei der Klinik ein paar hundert Meter weiter und habe gedacht, komm, ich schaue mir doch mal die Schwarzwaldklinik an, die man aus der Kultserie kennt, ne? Aus den 80ern. Mit den ganzen Stars, Professor Brinkmann, Sascha Jehn und, ne? Und ja, ich habe gedacht, diesen Anblick lassen wir jetzt mal nicht entgehen und nehme jetzt auch noch mal so richtige Wegstrecke auf mich, nachdem ich hier eine Privatstraße hochgefahren bin, die man eigentlich gar nicht hochfahren darf, aber hätte mich halt blöd gestellt, ich sage, ich hätte mich verfahren. Technik im Einsatz, ja, habe ja genug Gerödel hinten drin, stimmt ja auch. Und ich bin jetzt gleich da, ne? Bin schon ein bisschen nervös. So, also wenn hier die Beine brecht, dann ist für einen guten Zweck, ja, denn ich näher mich der Schwarzwaldklinik. Eieieiei. So, man darf nicht aufs Gelände, ja, da sind ja, die Klinik ist ja wohl noch im Betrieb und da muss ich ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Patienten. Also jetzt pass auf, haltet euch fest. Ich drehe mich. Wow, da ist sie, ja. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ich werde hier ein bisschen geblendet von der Sonne. Ja, ich hoffe, das ist alles soweit ersichtlich. Ja, da unten steht auch schön Schwarzwaldklinik. Ja, also schon ein erhebendes Gefühl, mal vor diesem Bollwerk der Fernsehunterhaltung zu stehen. Ja, also ich bin ein bisschen ehrfürchtig, muss ich sagen. So, ich gehe noch ein bisschen näher hin. Und zwar mal so, dass ich keine Sonne im Bild habe. Ne? Und jetzt pass auf hier. Wow, hä? Geil, oder? Die Schwarzwaldklinik. Da haben sie operiert, ja, der Professor Brinkmann, der Sascha Hehn und so weiter. Ja. Oder ne, haben halt so getan, als ob, ne? Aber schon cool, ne? Mal ein bisschen näher ran hier. Ja, Schwarzwaldklinik, geile Sache, wow. Ja, also mein technischer Termin ging ja heute leider in die Hose, aber oh, ich finde, das hat sich auch so gelohnt. Ne? Jetzt muss ich noch hier wieder hochkommen, ohne dass mir die Haxen breche. Ne, also, die Schwarzwaldklinik, ne, ich fasse es nicht. Unglaublich. Ja. So, und jetzt geht's wieder nach Hause, zufrieden. Und ja, schauen wir mal, was noch kommt heute.